Ziel des Workshops ist die Entwicklung und Fertigung zweier mechatronischer Systeme, welche auf einem Spielfeld in einer vorgegebenen Zeit Bauklötze einsammeln und diese zum Stapeln. Die Roboter sollen selbstständig agieren und dürfen lediglich aus Fischertechnik und HDF-Platten, einer Art Pressspan, gefertigt werden. Unser mobiler Roboter funktioniert wie folgt. Eine Trichtervorrichtung ordnet die Bauklötze in einer Reihe. Eine Besonderheit hier ist, dass unser Trichter mit einem Rüttelmechanismus ausgestattet ist. Das ist notwendig, da der Roboter in einem Punkt 15 Steine auf einmal anfährt und ein Verstopfen des Trichters anders nicht zu vermeiden ist. Aber dazu später mehr. In einer Reihe liegend sind die Steine nun für die Fördereinheit vorbereitet. Durch Einklemmen zwischen den einzelnen Kettengliedern werden die Bauklötze aufgehoben und gefördert. Die Ketten dienen gleichzeitig als ein Magazin, in dem die Steine aufbewahrt werden. Die geordneten Steine werden nun sortiert. Bunte Würfel auf die eine, störende Zylinder auf die andere Seite. In einer Box werden alle Würfel gesammelt. Bei der Übergabe wird die Box auf die notwendige Höhe gefahren und die Klappe durch einen Hebel geöffnet. Alle Würfel fallen in den Aufzug des B-Systems. In der Konzeptfindungsphase haben wir uns schnell darauf geeinigt, zwei mobile Roboter zu bauen, die gleichzeitig auf dem Spielfeld agieren. Wir hatten zwei Gründe für das Batmobil. Erstens ist es super einfach vom Konzept her, Schieber vor zwei Motoren. Zweitens nahmen wir an, dass das Pathfinding eine der schwierigsten Aufgaben wird, weshalb wir da die Ressourcen bündeln wollten der beiden Gruppen. Das einfach machen konnten, indem beide Gruppen das benötigen und beide Informatiker daran arbeiten können. Auch wenn beide mobilen Systeme sehr verschieden aussehen, sind die Fahrwerke prinzipiell gleich aufgebaut. Besonders stolz sind wir auf die Software, mit der die Fahrwerke Informationen der Nexonare, eine Art Indoor-GPS, verarbeiten. Wir hatten das Problem mit dem vorgegebenen Positionsmodul, dass dieses sehr viel Rechenzeit in Anspruch genommen hat. Das hat dazu geführt, dass andere Programmteile wie der Sortierer oder die Ketten, aber auch das Anfahren der Punkte unzuverlässig war. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, Interrupts zu verwenden. Diese haben natürlich den positiven Einfluss, dass mehr Rechenzeit für andere Teilsysteme zur Verfügung steht. Zusätzlich haben wir eben noch einen I²C-Reset eingebaut. Der führt dazu, dass das Programm nicht so oft abstürzt. Die komplette Entwicklungsphase über hat uns eine Philosophie begleitet: denkbar einfache Lösungen wirksam umsetzen. Das beste Beispiel hierfür ist unser Aufzug, der trotz einfachster Funktions- und Bauweise die Steine sicher an ihr Ziel befördert. Die Zentrifuge ist keine Eigenentwicklung, sondern aus dem Vorjahr übernommen. Sie dient dazu, die Steine in einer Reihe zu ordnen. Die Anpassung der Geometrie an unseren Turm war dennoch sehr aufwendig und hat viele Iterationen gefordert. Um die Steine aus der Zentrifuge auf die beiden Türme zu verteilen, bedienen wir uns nochmals des bereits erwähnten Sortierers. Da sich lediglich der Sortieralgorithmus ändert, konnten die beiden Systeme gemeinsam entwickelt werden und mussten nur an die Rahmenbedingungen angepasst werden. Beschränkter Bauraum und die in Kurvenfahrten auftretenden Fliehkräfte bedingen beispielsweise die veränderte Sicherung der Steine. Statt eines komplizierten Stapelmechanismus werden die Klötze von oben in eine Form gefüllt. Den Vorgaben aus der Aufgabenstellung entsprechend sind die Formel beweglich, damit diese die Türme nach dem Stapeln nicht mehr berühren. Unsere Strategie beim Bauen war es, einzelne Würfel aufeinander zu stapeln, sodass wir Einzeltürme haben. Und wir wollten dabei die roten und blauen Würfel verwenden und auf die schwarzen Zylinder verzichten. Und weil das Ganze dann nicht auf einen Turm gepasst hat, haben wir gesagt, dann bauen wir zwei Türme und kommen dabei dann ungefähr auf eine Punktzahl von 400. Das ist ein Mist hier. Kotzt mich an. Das ist nicht leicht.